Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrem wöchentlichen Internetmagazin hier bei asklepios.com. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es bei uns um die sogenannte Schaufensterkrankheit. Und was das genau ist, der Name, der lässt da ja einigen Interpretationsspielraum zu, das wollen wir gleich klären. Zuerst begrüße ich wie immer einen äußerst kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite. Herzlich willkommen, Professor Dr. Sigrid Nicol, Chefärztin der Abteilung Klinische und Interventionelle Angiologie in der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Frau Professor, bevor wir auf die Schaufensterkrankheit, die Definition dieser Erkrankung zu sprechen kommen, würde ich gerne wissen, ich sagte gerade Chefärztin der Abteilung Angiologie, was ist denn Angiologie überhaupt mal? Ja, die Angiologie befasst sich mit allen Gefäßkrankheiten außerhalb des Herzens und außerhalb des Gehirns. Also Erkrankungen der Arterien, der Venen und der Lymphgefäße, aber eben ohne Koronargefäße und ohne Hirngefäße. Mhm. Das heißt letztendlich vom Kinn bis zur Fußspitze. Nämlich ein Phänomen, ein Begriff eigentlich, den man öfter hört, aber wo viele Menschen, das haben Sie eben auch bestätigt, gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Ja, es ist ein vergleichsweise vielleicht junges Fach und nicht ganz so groß wie die Kardiologie. Aber viele, die Angiologie betreiben, stammen ursprünglich aus der Kardiologie. Insbesondere diejenigen, die auch die Gefäßinterventionen betreiben. Mhm. Also ein Fach, das sich gerade in den letzten 10 Jahren enorm entwickelt hat, insbesondere aufgrund Verbesserung vor allem von Kathetermaterialien. In Ihr Fachgebiet hinein fällt auch unser heutiges Thema, nämlich die Schaufensterkrankheit. Ich habe schon den etwas kuriosen Namen angesprochen. Möchten Sie uns erklären, woher der stammt? Ja, es ist ja so, dass diese Erkrankung Atherosklerose insbesondere Männer befällt, auch nach wie vor mehr Männer als Frauen befällt. Und Männer, wenn sie nicht gut laufen können, das natürlich ungerne zugeben wollen und das kaschieren wollen, indem sie zum Beispiel vor Schaufenstern stehen bleiben, bis die Schmerzen im Bein nachlassen, bevor sie dann weiterlaufen können. Daher kommt der Begriff Schaufensterkrankheit. Und warum sind mehr Männer betroffen? Weiß man das? Ja, die Atherosklerose beginnt bei Männern ja früher, bei Frauen oft erst nach der Menopause. Und wenn die Patienten älter sind, also 80, 90 Jahre alt, dann ist es so, dass Männer und Frauen ungefähr ausgeglichen die Krankheit erleiden. Aber im jüngeren Alter finden wir doch deutlich mehr Männer als Frauen. Mhm. Dazu kommt, dass Männer traditionell eben immer mehr geraucht haben als Frauen und Rauchen ein wesentlicher Risikofaktor für die Erkrankung ist. Inzwischen spielt auch der Diabetes eine große Rolle, auch eine zunehmende Rolle. Und dort ist es so, dass die Männer dann nicht so benachteiligt sind. Das ist doch eher Männer und Frauen dann eigentlich gleichermaßen betrifft. Ein großes Thema bei dieser Erkrankung ist ja die Mangeldurchblutung als Ursache des Ganzen. Woher kommt die denn? Warum ist die so viel verbreitet? Ja, das ist eben die Risikofaktoren, vor allem Rauchen, Diabetes, verursachen Gefäßverkalkungen. Hierdurch kommt es zu Gefäßeinengungen. Das Blut fließt nicht mehr gut durch und schließlich kommt es zu Gefäßverschlüssen. Das Blut muss sich dann Umgehungskreisläufe suchen, über die es dann eben zum Beispiel den Fuß versorgen kann. Dadurch fließt das Blut langsamer und dadurch haben die Patienten eben dann entsprechend ihre Beschwerden. Mhm. Schmerzen, je nachdem in welcher Höhe diese Verengungen oder Verschlüsse sind, entweder im Oberschenkel, in der Wade oder im Fuß. Mhm. Immer eine Etage tiefer. Also der Schmerz ist immer eine Etage tiefer als die Stelle dort, wo der Verschluss oder die Engstelle ist. Sie haben eben gesagt, vornehmlich in den Beinen. Ist es aber nicht so, dass Atherosklerose auch in anderen Gefäßen vorkommt? Ja, durchaus, kann auch in anderen Regionen vorkommen. Aber 90% der Atherosklerose außerhalb des Herzens, also wenn wir die Koronargefäße rausnehmen, betrifft tatsächlich Becken- und Beinarterien. Nur 10% etwa die Armarterien, vor allem hier die Arteria subclavia, die eben zum Arm führt, oder vielleicht auch Nierenarterien oder hier eben die hirnversorgenden Arterien, zum Beispiel die Arteria carotis. Ein wesentliches Symptom, was ja mit der Schaufensterkrankheit einhergeht, sind die Schmerzen, die ja auch die Patienten vor das ein oder andere Schaufenster zwingen, dort stehen zu bleiben. Welche Gefahren bei der Schaufensterkrankheit gibt es darüber hinaus noch? Naja, zunächst ist es so, dass die Patienten nur behindert sind in ihrem Alltag. Das ist natürlich auch schon ein Risiko für die Patienten, denn ein Patient, der sich nicht mehr bewegt, hat auch andere kardiovaskuläre Risiken wie
Herzinfarkt und Schlaganfall vermehrt, wenn er sich nicht bewegt. Also zunächst ist es mal wichtig, dass wir den Patienten am Laufen halten, Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, damit er eben weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle erleidet. Das ist das eine Risiko. Das andere Risiko ist, wenn die Gefäßerkrankung fortschreitet. Und das ist besonders dramatisch bei den Diabetikern, wo eben oft auch die Unterschenkelarterien ganz deutlich befallen sind, droht dann auch die Amputation irgendwann, wenn die Durchblutung so schlecht ist, dass es eben offene Stellen an den Füßen gibt, die sich vielleicht dann auch infizieren, bis irgendwann eine Gangrän auftritt und der Fuß dann vielleicht nicht mehr zu retten ist. Es ist ein Phänomen, muss ich sagen. Ich habe mir im Laufe der Recherche für dieses Thema einige Bilder angeschaut von so befallenen Gliedmaßen und ich habe mich da einfach gefragt, wie das angehen kann, dass man eben so lange gegebenenfalls nicht zum Arzt geht mit dieser schlechten Durchblutung, dass es wirklich so weit kommt. Ich habe mir dann sagen lassen, dass es oft damit zusammenhängt, dass Patienten das teilweise wirklich einfach verdrängen, oder? Es sind zwei Probleme. Das eine ist tatsächlich das Verdrängen. Die Füße sind einem vielleicht nicht so nahe wie das Herz. Und das andere ist, dass die Diabetiker tatsächlich auch ihre Füße nicht spüren. Und gerade bei der kritischen Durchblutungsstörung haben wir es mit fast 50% der Fälle mit Diabetikern zu tun. Und die spüren oft ihre Füße nicht. Die erleiden eine sogenannte Neuropathie, diabetische Neuropathie. Das ist eine Nervenschädigung, die eben durch den Diabetes auch auftritt. Und sie spüren die Füße nicht. Und man merken erst, dass es eine Durchblutungsstörung vorliegt, wenn tatsächlich offene Stellen aufgetreten sind. Das heißt, diese Patienten durchlaufen auch das Stadium der Schaufensterkrankheit teilweise gar nicht und werden erst auffällig, wenn sie schon die kritische Durchblutungsstörung mit offenen Beinen haben. Deswegen empfehlen wir ja auch, gerade bei Diabetikern, durchaus jährlich Screening-Maßnahmen, dass man eben Druckmessungen an den Füßen machen sollte, auch bei Patienten, die keine Beschwerden haben. Denn da können wir feststellen, ob vielleicht schon eine erhebliche Durchblutungsstörung vorliegt, sodass man diese Patienten auch in der Therapie zuführen kann, bevor sie offene Beine haben. Ich würde jetzt mal gerne an die offenen Beine nochmal anknüpfen. Diese machen eine Diagnose ja, denke ich, relativ einfach. Aber wenn es hoffentlich noch nicht so weit gekommen ist, was ist zur Diagnosestellung alles notwendig? Was machen Sie für Untersuchungen beispielsweise? Ja, die Untersuchung beginnt immer mit der klinischen Untersuchung, Befragung des Patienten nach seinen Beschwerden. Und dann schaue ich mir die Beine an, schaue, ob sie Auffälligkeiten haben, wie offene Stellen, aber auch Verfärbung, ob die Füße vielleicht blass sind oder ob sie lila verfärbt sind, auch als Ausdruck einer Durchblutungsstörung. Und dann kommen die technischen Untersuchungen. Dazu gehört erstmal die Druckmessung, dass wir an den Knöcheln Druck messen, so ähnlich wie man das eben an den Oberarmen sonst beim Blutdruck auch macht, nur dass wir es nicht mit dem Stethoskop machen, sondern mit einer Dopplerdrucksonde. Und diesen Druck am Knöchel vergleichen wir mit dem Druck an den Oberarm. Und der Druck am Knöchel sollte immer 10% etwa höher sein als am Oberarm. Ist er das nicht, ist er niedriger, dann wissen wir, hier liegt schon eine Durchblutungsstörung vor. Und je nachdem, wie niedrig der Druck ist, können wir abschätzen, wie hochgradig die Erkrankung ist. Ausnahme sind wieder die Diabetiker. Denn bei den Diabetikern oder auch Patienten an der Dialyse haben wir das Phänomen, dass die Arterien so ringsum verkalkt sind, dass, wie wir sagen, die Gefäße nicht mehr komprimierbar sind und diese Druckmessung nicht mehr so gut funktioniert. Bei diesen Patienten müssen wir eine 10-Druckmessung machen oder eine Sauerstoffdruckmessung durch die Haut hindurch, um abschätzen zu können, wie schlimm die Arthrosklerose ist, eine Durchblutungsstörung ist. Ist die Methode, die Sie zuletzt genannt haben, genauso einfach durchzuführen wie der Knöchelarmindex beispielsweise? Das ist der erste Methode ist ja der Knöchelarmindex, genau. Ne? Dass man den Knöcheldruck in Relation setzt zum Oberarmdruck. Die beiden anderen Methoden, Großzehendruck ist eigentlich auch technisch einfach, man muss aber das Gerät dafür haben. Und das hat in der Regel nur ein Gefäßspezialist. Auch nicht einmal jeder Angiologe hat das. Also wir haben die Möglichkeit und wir haben auch die Möglichkeit, diese Sauerstoffdruckmessung durch die Haut durchzuführen. Also doch relativ leicht anzuwendende Methoden, genau. Um wirklich Schlimmes zu verhindern. Können durch die Arzthelferin eingesetzt werden. Und die nächste Stufe ist dann, dass wir eben eine Ultraschalluntersuchung machen. Das macht dann ein Arzt. Dass man die Gefäße direkt sich anguckt mit der Ultraschallsonde, dass man sieht, wo sind Verkalkungen, wo nicht, wie fließt das Blut, wo steht das Blut, wo ist es beschleunigt, wo ist eine Engstelle. Das heißt, da können wir einen kompletten Gefäßstatus per Ultraschall dann auch erheben. Reicht das nicht aus, gibt es noch die Möglichkeit, dem Patienten eben einen Kernspin
einer Kernspinangiographie zu unterziehen, wo wir dann eine komplette Angiographie des gesamten Körpers oder zumindest von der Niere bis zu den Fußspitzen bekommen können, um abzuschätzen, wo Engstellen sind, wo Verschlüsse. Das brauchen wir aber nicht immer. Meistens reicht der Ultraschall. Nach der Diagnose kommen wir dann zur Behandlung. Wie sieht die aus? Ja, die moderne Therapie sieht so aus, dass man immer zunächst versucht, interventionell zu behandeln. Das heißt, mit Drähten, Ballons, Stents versucht, Engstellen zu beseitigen. Der Zugang darüber ist durch ein kleines Röhrchen, meistens in der Leiste. Es kann aber auch schon mal sein über den Arm oder auch über die Kniekehle. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir an die Engstellen und Verschlüsse herankommen können. Zunächst wird ein Draht über die Engstelle oder den Verschluss hindurchgeschoben, dahinter ein Ballon. Und wenn das Ergebnis nicht ausreichend gut ist, dann eventuell auch die Implantation eines Stents, also einer Gefäßstütze aus Metall, um letztendlich ein besseres Langzeitergebnis zu erhalten. Mhm. Mittlerweile stehen uns auch Ballons zur Verfügung, die mit Medikamenten beschichtet sind, sodass es möglichst lange eben ein gutes Ergebnis ist, was wir erreichen können, dass diese Stelle nicht wieder eng wird. Dazu kommen, Sie hatten es vorhin angesprochen, den Patienten, um ihn am Laufen zu halten, ich glaube existenziell das Gehtraining, oder? Ja, das Problem ist so, dass viele Patienten zu uns kommen, die schon Gehtraining gemacht haben. Das Angebot in Hamburg ist relativ schlecht, was Gehtraining angeht, betreutes Gehtraining. Deswegen wollen wir jetzt in der Asklepios-Klinik St. Georg auch eine Gehsportgruppe einrichten. Wir sind gerade in der Vorbereitung dazu, um Patienten diese Möglichkeit unter Anleitung eben zu eröffnen. Die Krankenkassen zahlen ja dafür auch, denn es ist eine wichtige Maßnahme, entweder zusätzlich zur Gefäßintervention oder stattdessen. Patient, bei dem zum Beispiel keine Möglichkeit mehr besteht zur Gefäßintervention, ist das Gehtraining besonders wichtig. Aber auch für die Patienten, die eine Gefäßintervention hatten, wo vielleicht nur unvollständig die Gefäße wieder eröffnet werden konnten. Im Unterschenkel zum Beispiel haben wir 3 Arterien. Es gelingt nicht immer, alle 3 Arterien wieder aufzubekommen. Mhm. Spielt das Gehtraining auch eine große Rolle. Es gibt auch Patienten, die durchaus nicht sofort eine Intervention wollen, die tatsächlich auch den eigentlich mühsameren Weg mit dem Gehtraining gehen wollen, das erstmal ausprobieren wollen. Es gibt aber auch Patienten, die das nicht wollen. Also es gibt wirklich die Möglichkeit, unter günstigen Voraussetzungen, dass man mit so einem konservativen Gehtraining wirklich einen Eingriff verhindern kann. Ja, es gibt durchaus Patienten, die wir zum Beispiel auch in Reha-Kliniken geschickt haben, die nach 3-wöchigem Gehtraining zurückgekommen sind, wo sich die Gehstrecke von zum Beispiel 200 Meter auf 1000 Meter verbessert hat. Unter Anleitung und dann wirklich mehrere Stunden täglich. Mhm. Das ist leider nicht bei jedem möglich, bei jedem Patienten. Es gibt Patienten, die nicht so gut drauf ansprechen. Gerade Diabetiker, das wissen wir, sprechen nicht ganz so gut drauf an wie Nicht-Diabetiker. Warum ist es wichtig, dass das Gehtraining unter Aufsicht stattfindet, damit man sich nicht übernimmt? Weil Gehen ist ja offensichtlich in diesem Fall nicht gleich Gehen. Es ist eher nicht, dass man sich übernimmt, sondern dass man sich vielleicht nicht genug fordert. Oder dass man auch nicht genau weiß, wie viel darf ich von mir abverlangen? Und manchmal braucht man einfach jemanden, der noch ein bisschen motiviert. Und ich denke auch die Gruppe insgesamt motiviert. Das kennen wir ja auch von den Coronarsportgruppen. Das heißt, Patienten können auch, um die Therapie selbst zu unterstützen, jetzt meinetwegen außerhalb einer Gefäßsportgruppe zu Hause, das Gehen trainieren. Das ist wahrscheinlich nur dienlich. Also ich empfehle zum Beispiel die Anschaffung eines Hundes und dann regelmäßiges Spazierengehen, weil man dann ja gezwungen ist, mal außer Haus zu gehen. Und ich denke, gerade im schönen Hamburg, um die Außenalster herum gibt es ja auch viele Möglichkeiten zu trainieren. Können Sie uns noch mal aus medizinischer Sicht erklären, was das Gehtraining genau bewirkt? Also fördert das die Zirkulation des Blutes wieder? Also wie öffnet das die Gefäße? Also wir wissen das inzwischen sehr gut, es ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. Durch das Gehtraining ist es so, dass im Körper eine Minderdurchblutung regelrecht provoziert wird. Denn wenn wir uns bewegen, steigt der Bedarf an Blut in den Beinen um das 10- bis 20-fache. Und der Körper nimmt das dann wahr als Minderdurchblutung, deswegen kriegt der Patient auch Schmerzen. Die Schmerzen sind Ausdruck dieser Minderdurchblutung. Und in diesem Moment schüttet der Körper Wachstumsfaktoren aus und gleichzeitig auch Stammzellen aus dem Knochenmark. Und diese lassen neue Gefäße wachsen. Wenn man das jetzt konsequent betreibt, können sich tatsächlich neue reife Gefäße ausbilden als Kollateralkreisläufe. Wenn Sie so wollen, biologische Bypässe.
Hilft das denn immer, das Gehtraining, oder gibt es auch Regionen, wo Gehtraining beispielsweise nichts bewirkt, weil Ja, dieser Vorgang nicht es ist stattfindet dann? durchaus so, dass es, je nachdem, wo der Verschluss ist, wissen wir, gibt es Regionen, wo das Gehtraining gut funktioniert. Zum Beispiel Verschluss der Oberschenkelarterie. Klappt wunderbar. Viele Patienten kommen zu uns, haben Verschlüsse und haben gar nicht so viel gemerkt, weil sich das allmählich gebildet hat und sie über Jahre Zeit hatten, diese Umgehungskreisläufe auszubilden. Dagegen bestimmte Beckenarterienverschlüsse oder Kniearterienverschlüsse wissen wir, dass da die Kollateralisierung relativ schlecht ist. Das hat anatomische Gründe, weil es dort wenig vorgefertigte kleine Gefäße gibt, die zu größeren Gefäßen auch werden können. Und dort ist es so, dass der Patient in der Regel erheblich mehr Beschwerden hat und auch wesentlich schneller auch Probleme bekommt, gerade bei Kniearterienverschlüssen im Sinne von offenen Beinen oder Ruheschmerzen in den Beinen. Und da kommen Sie um einen Eingriff dann in aller Regel wahrscheinlich nicht Genau. herum. Und wenn es dann interventionell nicht geht und der Patient hat eine kritische Durchblutungsstörung, muss er auch gegebenenfalls operiert werden. Welche Rolle spielen Medikamente bei der Therapie? Ja, ich spiele eine große Rolle. Zum einen zur Prävention von Myokardinfarkt und Schlaganfall. Patienten mit einer Schaufensterkrankheit oder Atherosklerose haben ein hohes Risiko, am Schlaganfall und Myokardinfarkt zu versterben. Die Prognose ist teils schlechter als die von Tumorpatienten, insbesondere dann, wenn die Patienten kritische Durchblutungsstörungen haben, ist auch schlechter als bei Patienten, die bereits einen Myokardinfarkt erlitten haben. Deswegen müssen diese Patienten mindestens so gut behandelt werden wie ein Patient, der schon einen Schlaganfall hat, oder Myokardinfarkt hatte. Das heißt, sie müssen Aspirin mindestens bekommen oder ein ähnliches Präparat, damit die Blutplättchen sich nicht verklumpen können und einen Myokardinfarkt oder Schlaganfall auslösen können. Sie brauchen einen Cholesterinsenker. Nicht nur um Cholesterin zu senken, sondern auch um den Progress der Atherosklerose zu verlangsamen. Und gegebenenfalls müssen Sie eben auch Hochdruckmedikamente bekommen oder Antidiabetika, je nachdem, was Sie sonst an Risikofaktoren haben. Das heißt, wir haben einmal die Medikamente für das kardiovaskuläre Risiko. Und auf der anderen Seite haben wir Medikamente, um die Gehstrecke zu verbessern. Da ist das ein Medikament, für das die Daten noch am besten sind, das Pletal zum Beispiel. Das ist ein Medikament, was eben macht, dass die Restdurchblutung in den Beinen verbessert wird. Oder es gibt die Gruppe der Prostanoide, der Prostaglandine, die Patienten als Infusion verabreicht werden, wenn sie offene Beine haben. Also da gibt es durchaus auch medikamentöse Möglichkeiten, aber die sind in der Regel nicht so wirksam wie eine Gefäßintervention oder Operation. Also unterstützend werden die Genau. gegeben. Sie haben vorhin schon die Möglichkeit der Katheterbehandlung angesprochen, Frau Professor Nicole. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Sind das solche Katheter, wie man sie aus der Kardiologie auch Ganz kennt? genau. Es war auch lange Zeit so, dass die Entwicklung vor allem in der Kardiologie vorangetrieben wurde und erst relativ spät, jetzt in den letzten 10 Jahren, ganz besonders für periphere Arterien, also Arterien außerhalb des Herzens. Und diese sind ja in der Regel viel größer, viel länger und dafür mussten jetzt eben eigene Kathetermaterialien hergestellt werden und die haben wir heute auch zur Verfügung. Wir haben durchaus Ballons, die über 20 cm lang sind. Wir haben Stents, die über 20 cm lang sind, in allen möglichen Durchmessern, auch für den Unterschenkel und eben neuerdings, wie gesagt, auch Ballons, die mit Medikamenten beschichtet sind, um solche Wiederverengungen, das Wiederzusammenwachsen von Gefäßen eben zu verhindern. Wann ist denn dann überhaupt noch eine Operation vonnöten? Ja, nach den allgemeinen Empfehlungen, dazu gibt es internationale Empfehlungen, ist es so, dass die Operation immer dann, wenn wir interventionell nicht genug erreichen können, bei einer kritischen Durchblutungsstörung, das heißt Patienten mit Ruheschmerzen oder eben offenen Beinen, wenn wir dann mit Kathetern kein ausreichendes Ergebnis erreichen können, muss operiert werden. Bei den Patienten mit der Schaufensterkrankheit, das sind ja die in einem Stadium, das jetzt noch nicht so weit fortgeschritten ist, wird nach den neuen Empfehlungen gesagt, dass man die möglichst nicht operieren soll, möglichst trainieren soll, wenn man sie nicht interventionell behandeln kann. Ich denke, da gibt es sicherlich dann auch Ausnahmen, Patienten mit einem hohen Leidensdruck, vor allem mit Beckenarterienverschlüssen oder Kniearterienverschlüssen, die eben schlecht trainierbar sind, wird man bei hohem Leidensdruck dann dennoch auch operieren. Aber die Indikation soll man eben doch, und so sind eben die neuen Empfehlungen relativ eng stellen. Und wenn man mit beiden Methoden, Katheter und Operation, ein ähnliches Ergebnis erreichen kann, soll man immer dieses Katheterverfahren vorziehen, weil das Risiko bei der Katheter
Untersuchung oder bei der Katheterintervention deutlich geringer ist als bei der Operation. Würden Sie uns trotzdem noch mal erklären, bei der Operation, wie die genau abläuft? Also was soll da erreicht werden? Wie gehen Sie vor? Ja, die Operation machen ja wir in der Angiologie nicht. Das machen unsere Partner von der Gefäßchirurgie, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten. Heutzutage ist es ja so, dass man auch teilweise gemeinsam am Tisch steht und Patienten behandelt, chirurgisch und interventionell kombiniert, also Hybridverfahren. Es kommt darauf an, was das Problem ist. Je nachdem muss der Chirurg Gefäße ersetzen mit künstlichen Gefäßen oder am Bein, dann eben auch vielleicht mit der körpereigenen Vene. Oder er legt eben Umgehungskreisläufe. Also es kann sein, dass man das eigene Gefäß komplett rausnehmen muss und ein Kunstgefäß einsetzen muss, vor allem in Beckengefäßen. Oder man macht Umgehungskreisläufe. Wie gesagt, wie beim Gehtraining in biologische Bypässe, so gibt es eben auch die künstlichen. Entweder aus Kunstgefäß oder aus körpereigener Vene. Ein Kollege von Ihnen hat mir das mal so erklärt, wie auf einer Autobahn, wenn da Stau ist, dann fährt man eben ab auf eine Nebenstrecke und kommt dann doch wieder. Das fand ich ganz anschaulich, konnte ich mir gleich ganz gut vorstellen. Genau, so kann man sich das vorstellen. Ja. Gibt es noch weitere Therapieverfahren? Also wird beispielsweise an neuen Möglichkeiten da noch geforscht? Können Sie uns da was erzählen? Ja, es gibt noch zusätzliche Verfahren, die wir einsetzen können, zum Beispiel die Durchtrennung des Sympathikusnerves, der das Bein versorgt, um die restlichen Gefäße, die noch da sind, möglichst weit zu stellen. Das wäre jetzt noch ein etabliertes Verfahren. Und dann gibt es natürlich experimentelle Verfahren, vor allem die Angiogenese-Gentherapie, die sich inzwischen schon sehr weit entwickelt hat, wo wir jetzt gerade auch hier in Hamburg noch uns beteiligt haben an der Phase 3 Zulassungsstudie. Die Ergebnisse werden jetzt im November erwartet, werden wohl beim American Heart Association Meeting in den USA im November erstmalig präsentiert werden. Das waren über 500 Patienten und wir hoffen, dass das Ergebnis bei den 526 Patienten genauso gut war wie in der Studie vorher, an 125 Patienten, wo wir eine Halbierung von Amputationsraten hatten unter der Gentherapie. Das ist ja mal eine anschauliche Zahl. Also hoffen wir, sodass wir den Patienten, denen wir sonst nicht mehr helfen können, weder mit Katheterverfahren noch mit Operation, dass wir diesen Patienten dann noch etwas anders anbieten können. Mhm. Frau Professor Nicol, wir kommen so langsam zum Ende unseres Interviews. Zum Schluss entlasse ich meine Gäste immer sehr gern mit ein paar produktiven und hilfreichen Tipps an unsere Zuschauer, die uns hoffentlich gerade zahlreich angeklickt haben. Können Sie unseren Zuschauern noch den ein oder anderen Rat geben, wie sie ihren Beingefäßen was Gutes tun können? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Patienten entsprechend medikamentös eingestellt werden. Ich stelle immer wieder fest, dass Patienten mit einer Schaufensterkrankheit oder Arthrosklerose der Beine viel zu wenig Medikamente nehmen, um ihr Risiko zu senken. Ich finde es ganz wichtig, dass sie in Bewegung bleiben. Und Ein Hund, genau. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wunderbar. Und ansonsten, liebe Zuschauer, immer voller Vertrauen an die Asklepios-Kliniken wenden. Im Zweifel auch gern zu Ihnen, glaube ich. Und Sie wissen dann wahrscheinlich schon Rat. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Nicol, dass Sie heute mein Gast waren. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen auch, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, unsere Sendung war interessant für Sie und Sie haben ein paar nützliche Informationen gewinnen können. Wenn Sie auch noch Fragen zu anderen Krankheiten haben, dann kann ich Ihnen sehr gerne unsere Homepage empfehlen. Der Klick dazu wäre www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Denn dort können Sie sich nur unsere jetzige Sendung anschauen, sondern Sie sehen auch alle anderen Ausgaben, die wir bisher für Sie aufgezeichnet haben. Und das sind mittlerweile doch einige. Da sind wir ganz stolz drauf. Und darüber hinaus gibt es noch ein weiteres gutes Argument. Sie finden auf unserer Seite auch eine Liste, die Ihnen verrät, wann, wo und zu welchem Thema mal wieder hanseatische Nachtvorlesungen vielleicht in Ihrer Nähe stattfinden. Eine Veranstaltung, die Sie sehr gern besuchen können, ist kostenlos und auch sehr informativ. Wir von Asklepios wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.